Es ist eine raketenhafte Karriere. Mit erst 19 Jahren eröffnet Martin Ho ein innovatives Sushi-Lokal in Wien, das sich zu einem Gastronomie-Imperium entwickelt. Mit nur 35 Jahren besitzt er zig Restaurants in ganz Österreich, mehrere Clubs und Diskotheken, ein Hotel und ein Golfmagazin. Er verkauft teure Uhren und Schmuck, eigens destillierten Gin und moderne Kunst und gilt als beliebter Szenewirt mit besten Kontakten. Doch es gibt auch Schattenseiten in seiner Laufbahn. Der Verdacht ist, dass Martin Ho und ein zweiter Geschäftsführer schweren Betrug begangen hat. Uns hat natürlich schon interessiert, was mit den Drogengerüchten denn dran ist. Martin Ho hat sich bis jetzt nichts zu Schulden kommen lassen. Es ist nie irgendetwas passiert. Man versucht ihn immer wieder anzupatzen mit irgendetwas. Er glaubt, er steht über dem Gesetz, er macht das Gesetz, er tut das, was er will. Es sind ja nicht nur Sebastian Kurz und Gernot Blümel da drin verkehrt in den Läden, sondern auch Thomas Schmidt oder sonstige Personen. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass es doch linksorientierte Plattformen sind, um jemanden zu skandalisieren, die in ein gewisses politisches Eck gerichtet sind. Im August 2022 tritt Martin Ho überraschend als Geschäftsführer aller seiner Unternehmen zurück. Seine Mutter führt jetzt die Betriebe, weil er sich weiterentwickeln möchte, wie er selbst sagt. Fast zeitgleich wurde aber auch bekannt, dass die Staatsanwaltschaft auf angeblich gefälschte Unterschriften auf Kurzarbeitsanträgen gestoßen ist und wegen Betrugs ermittelt. Es sind ehemalige Mitarbeiter, die Martin Ho in Bedrängnis bringen, weil sie für ihre Arbeit lange nicht bezahlt wurden, wie sie sagen, und mit ihrer Beschwerde darüber Ermittlungen der Staatsanwaltschaft losgetreten haben. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, spricht mit uns darüber. Wir haben ewig lange warten müssen und viele haben dann auch am Ende der Corona-Zeit dann auch über Monate kein Geld bekommen. Paul Kessler ist der Anwalt des ehemaligen Mitarbeiters. Sein Mandant war damals im Service tätig und hat seine Arbeitszeiten dokumentiert. Wir machen das öfter, klassische Arbeitsrechtskausa. Und haben ihm gesagt, er möge bitte seine Stundenlisten nehmen, alle Unterlagen, die er hat, und zu mir kommen. Und dann habe ich mir das halt angesehen und wir haben zum Rechnen begonnen und sind beim Rechnen draufgekommen, da gibt es eine Differenz von dem, was hätte bezahlt werden müssen und dem, was bezahlt wurde. Weil Martin Ho besagten Mitarbeiter während der Corona-Krise nicht korrekt bezahlt haben soll, landet die Causa beim Arbeits- und Sozialgericht. Aus den Arbeitszeitaufzeichnungen hat sich ergeben, dass während Covid reduziertes Entgelt bezahlt wurde. Und da war dann einfach die Aufgabe, das zu überprüfen und zu verfolgen, was es damit auf sich hat. Unser Mandant hat uns gesagt, er hat nie unterschrieben irgendwelche Unterlagen im Rahmen von Covid. Wir haben dann erfahren, dass es beim AMS eine eigene Ansprechstelle gibt. Das war ein Jurist dort, der hat das kontrolliert und der war für so Anzeigen zuständig. Soweit ich mich erinnern kann, hat die Ermittlungen ausgelöst ein ehemaliger Angestellter, über den man auch im Akt nichts Gutes liest und eigentlich fast alle Mitarbeiter im Lokal sich nur negativ über diesen Menschen äußern. Auf Basis dieser Anzeige des Arbeitsmarktservice hat die Staatsanwaltschaft Wien im März 2022 Ermittlungen eingeleitet. Der Verdacht ist, dass Martin Ho und ein zweiter Geschäftsführer schweren Betrug begangen hat. Ermittlungen gibt es, ja. Ich gehe allerdings davon aus, dass diese Ermittlungen bereits in Kürze eingestellt werden. Der Vorwurf, der hier erhoben wird, ist, dass bei der Kurzarbeit Unterschriften von Mitarbeitern, nicht von Mitarbeitern des Martin Ho geleistet wurden. Nur wenn man sich diesen Akt anschaut, kommt man relativ schnell auf eines drauf. Man hat sämtliche Mitarbeiter befragt und kein einziger Mitarbeiter hat jeden Namen Martin Ho überhaupt nur in den Mund genommen. Die DOTS-Gruppe hat insgesamt knapp 3 Millionen Euro an Corona-Förderungen für Kurzarbeit vom Staat bekommen. Sollte sich der Verdacht erhärten, droht eine empfindliche Strafe.
Ein Salzburger Unternehmer wurde wegen Betrugs bei Kurzarbeit erst im August 2022 zu 10 Monaten bedingter Haft verurteilt. Aber mehr dazu gleich. Zuerst die Frage, wer ist dieser Martin Ho überhaupt? Ich kenne Martin jetzt über 10 Jahre. Ich habe ihn als einen sehr, sehr netten, sehr gefühlvollen Menschen erlebt. Martin Ho ist grundsätzlich eine sehr schillernde Person. Was ich an ihm schätze, ist, dass er die Sprache von CEOs spricht, aber gleichzeitig auch die Sprache von irgendwelchen Bauarbeitern. Er inszeniert sich auch als jemand, der ein luxuriöser Gastgeber ist für viele Prominente. Ein wirklich guter Freund, der Visionen hat. Er glaubt, er steht über dem Gesetz, er macht das Gesetz, er tut das, was er will. Natürlich ist die Freundschaft zu Sebastian Kurz sehr interessant. Die trägt Martin Ho ja eigentlich vor sich her. Und auch recht wienerisch, also ein stolzer Wiener. Ja. Martin Ho wird 1986 als Antoine Ho in Haiphong geboren, der drittgrößten Stadt Vietnams. Als er 2 Jahre alt ist, wandert die Familie, hier im Bild Vater Suan Tai Ho und Mutter Thi Jung Ho, nach Österreich aus. Für mich war Integration oder auch für meine Eltern ein großes, großes Thema. Und wir haben uns dieser Kultur angenommen und wir sind auch sehr dankbar dafür. Ich glaube, dass der europäische Standard und insbesondere der österreichische Lebensstandard natürlich sich auch damals schon bis nach Asien gesprochen hat. Und für meine Eltern war es sicherlich die Hauptentscheidung, in einem europäischen Umfeld zu leben und mir auch die Möglichkeit zu geben, in europäischen Schulen in die Schule zu gehen. Martin Ho wächst in Wien auf und geht im 17. Bezirk zur Schule. Die Familie betreibt damals einen kleinen Shop für Kinderwagen und Fahrräder. Später wechselt er in den 1. Bezirk, an die Vienna Business School, in der Nähe des Wiener Musikvereins. Außerdem jobbt er neben der Schule als Verkäufer bei Adidas. Sein damaliger Chef ist Sammy Sayed. Die beiden haben gemeinsam den Club X aufgebaut. Wir haben uns kennengelernt bei Adidas. Und kam rein, wollte samstags arbeiten. Clever, smart, goschert. Und irgendwann habe ich zusätzlich einen Styling-Assistenten gebraucht. Weil Styling-Kostümbild ist halt mein erster Job, sage ich mal. Und ich habe das Talent und den Geschmack erkannt und gesehen. Er war der beste Verkäufer. So oder so. Und das war dann relativ schnell gegessen. Und Martin Ho ist ehrgeizig. Kurz nach der Matura eröffnet er im Jahr 2005 mit der finanziellen Unterstützung seiner Eltern sein erstes Lokal. Das Dots Experimental Sushi. Versteckt in einem Durchgang auf der Mariahilfer Straße. Da ist Ho gerade einmal 19. Damals war die hippe Gastrolandschaft in Wien doch noch überschaubar. Und ich hatte in meiner Schulzeit doch die Möglichkeit, viel herumzureisen und habe mir gedacht, ganz klassisch, warum könnten wir das in Wien nicht so machen? Ne? Und bin einfach mit einem jugendlichen, banalen Wunsch und Traum dahergekommen und habe gesagt, ich würde gerne ein cooles Sushi-Lokal machen mit einer kleinen Bar, wo ich selber drinnen stehe, wo ich selber mir alles angeeignet habe. Er hat dort etwas produziert, wo sich jeder gedacht hat, A, das isst niemand, das wird niemand kaufen. Und B, selbst wenn es wer kaufen will, ihn findet niemand. Aber es hat kein Jahr gedauert und er ist der Shootingstar geworden. In den folgenden Jahren baut sich Martin Ho ein Gastro-Imperium in Wien auf, das seinesgleichen sucht. Nach dem ersten Lokal folgt 2009 das Dots im Brunnerhof, im 19. Bezirk. 2012 eröffnet das Dots 21, das mittlerweile wieder geschlossen ist. Meine Eltern haben mir damals den Wunsch und auch den Traum versucht mit zu unterstützen und haben es auch getan. Und ich habe mir das Projekt damals dann auch finanziert, ganz klassisch mit einer Bank und habe das dann schrittweise aufgebaut. 2013 eröffnet der Club X, um den sich noch viele Gerüchte ranken sollten. Ein exklusiver Club, der nur mit eigenem Schlüssel betreten werden darf. Hier verkehren hochrangige Persönlichkeiten, wenn sie ungestört feiern wollen. Ausnahmsweise wird der Zutritt für die Kamera gestattet.
Ich habe den Club vor mittlerweile 10 Jahren mit meinem besten Freund Sami Syed gegründet, weil wir einfach ein Wohnzimmer haben wollten für unsere Freunde und deren Freunde. Es gibt schon einen Grund, warum die Leute hier sich wohlfühlen, weil es einfach ein gut geführter, diskreter Club ist, wo genau einfach nur die Privatsphäre im Vordergrund steht. Und ich meine, es waren die ersten 2 Jahre, schätze ich mal, relativ dezent irgendwie halt hier. Aber wer es jetzt nach 10 Jahren mich kennt, hat es verpennt irgendwie. Der Schlüssel ist die Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft kannst du nicht kaufen und es muss halt immer einen persönlichen Bezug geben zu einem von uns. Das ist halt der Unterschied. Es bleibt nicht beim Club X. 2015 eröffnet Hu den Hip-Hop-Club VIP. 2016 erfolgt die Übernahme der benachbarten Prater-Sauna, einer alten Sauna mit zweifelhaftem Ruf, die in einen Techno-Club verwandelt wird. Aber Restaurants und Clubs reichen Martin Hu nicht mehr. Er entwickelt eine Leidenschaft für Kunst, eröffnet in der Wiener Innenstadt 2015 seine eigene Galerie und beginnt, junge KünstlerInnen zu unterstützen. Über ein Werk, das ihn beeindruckt, wird er auf Martin Granditz aufmerksam, den er zu sich in die Galerie einlädt. Es war halt ein skurriles Zusammentreffen. Martin Hu, schon wie jetzt, sozusagen sehr adrett, Designerklamotten. Ich war da eher noch quasi obdachlos. Ich hatte, glaube ich, ein T-Shirt an, das ich schon seit 6 Tagen anhatte. Ich war ziemlich gut gerochen und war ziemlich verschwitzt und trug überall Rotweinflecken und noch von den letzten Partytagen unterwegs. Und er hat dann gesagt, ja, dass meine Kunst gut findet. Und ich war so, ja, okay, wow. Und ich kann mich noch erinnern, er so, ja, was das kosten würde, wenn er das verkauft. Und ja, ich glaube, ich habe gesagt, ja, ich würde schon so 120 Euro verlangen. Ja, also bist du wahnsinnig, da muss man Minimum 1500 verlangen. Und ja, und so hat irgendwie eine Zusammenarbeit begonnen. 2017 geht es weiter mit Ivy's Fauxhaus im 6. Bezirk. Kurz darauf mit Ivy's Faux und Grill in der Innenstadt. Gefolgt vom Dots One of One, das heute Dots Palais heißt. 2018 wird das erste Ho-Hotel eröffnet, das La Petite Ivy in der Wachau. Alles benannt nach seiner Frau Ivana. 2020 folgt die Newman Bar, im Folgejahr das 404 Don't Ask Why in seinem kleinen Haus der Kunst. 2021 das Take 5 in Kitzbühel, The Hidden Club, die Y Mini Bar und das Dots im Hotel The Leo Grand. Alle jüngeren Eröffnungen fanden schon zu Pandemiezeiten statt, während viele andere Lokale schließen mussten. Ich wache jeden Tag demütigst auf und denke mir, wie lange noch, wie lange soll das noch so positiv laufen? Rund 4 Jahre nach diesem Interview leitet die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Hu ein. Kurz darauf tritt er als Geschäftsführer aller seiner Unternehmen zurück. Doch zuerst zum vielleicht wichtigsten Baustein seiner Karriere, seinem Netzwerk. Und das kann sich sehen lassen. In wenigen Jahren hat Martin Hu Beziehungen zu vielen Prominenten und EntscheidungsträgerInnen aufgebaut, darunter PolitikerInnen, RechtsanwältInnen, KünstlerInnen und viele mehr. Einer sticht aus diesem Netzwerk besonders hervor. Ein gewisser Integrationsstaatssekretär, der kurz darauf Außenminister und schon bald Bundeskanzler wird. Sebastian Kurz. Ich habe ja mit 18 schon aufgesperrt und der Sebastian war damals genauso wie ich kurzzeitig Student und er sogar wesentlich länger. Und wir haben uns als Gast bei mir im Dots auf der Marieferstraße kennengelernt und sind daraus zu engen Freunden gewachsen. Und ich kann Ihnen sagen, damals wusste keiner von uns beiden, dass irgendwann einmal der Bundeskanzler oder Außenminister vor uns steht. In dieser Zeit war es so, dass Sebastian Kurz von Martin Hu profitiert hat und Martin Hu noch mehr von Sebastian Kurz. Diese Nähe zwischen Kanzler einerseits und Szenegastronom andererseits hat beide irgendwie cool gemacht.
bei Martin Ho ist es so, er hat sich ein Stück weit verzockt mit dem Rausposaunen seiner großen Freundschaft. Einerseits wollte er immer in die Öffentlichkeit. Er wollte immer sagen, ich bin so wichtig, ich habe so tolle Freunde und so weiter. Auf der anderen Seite hat er sich dann dadurch beschwert, dass sich halt auch Journalistinnen und Journalisten damit mehr befasst haben, als wenn es vielleicht nicht so laut von ihm geäußert wäre, diese Freundschaft. Ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, dass er Vorteile genossen hat. Ich glaube, dass er durch diese Freundschaft sogar eher Nachteile genossen hat. Dadurch, dass er nämlich durch diese Freundschaft medial immer wieder aufgetaucht ist und die Medien mit Sicherheit mit ihm sehr hart ins Gericht gegangen sind. Und was sagt Martin Ho selbst über seinen engen Freund? Ich denke mir, dass Freundschaft dann eine Freundschaft ist, wenn man in guten wie in schlechten Zeiten zueinander steht. Und ich habe die Bekanntschaft mit ihm nie bereut. Ich habe auch nie profitiert davon. Und das möchte ich auch genau gesagt haben. Und all diese Vorwürfe, mit denen er zu kämpfen hat, ist einfach sein Thema. Mit dem muss er sich abschlagen, mit dem muss er das Ganze für sich klären. Da habe ich wenig damit zu tun und wir haben privat auch mit diesen Themen miteinander nie was zu tun. Die Freundschaft zum aufstrebenden Jungpolitiker Sebastian Kurz beschert Martin Ho die Aufmerksamkeit der Society-Medien. Aber eben nicht nur jener. Denn im Sommer 2019 ereignet sich etwas Unerwartetes. Die Website eines gewissen Zoom-Instituts geht online. Auf ihr veröffentlicht eine Serie aus 12 Artikeln, die die Freundschaft zwischen Martin Ho und Sebastian Kurz näher beleuchtet und damit auch mutmaßliche wechselseitige Abhängigkeiten, Drogenvorwürfe und angebliche Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Die ÖVP verdächtigt, die SPÖ hinter der Seite zu stecken. Die ÖVP ist ja auch nicht so begeistert von der SPÖ und sie beklagt sich jetzt seit vorgestern über eine ziemlich professionell gemachte Internetseite, auf der anonym sehr bösartige Gerüchte über Sebastian Kurz verbreitet werden. Können Sie garantieren, dass die SPÖ mit dieser Seite nichts zu tun hat? Ich kann Ihnen garantieren, dass meine Partei mit dieser Seite nichts zu tun hat. Und ich finde es wirklich absurd. Wir sind im Vorwahlkampf. Der Wahlkampf hat nicht einmal noch richtig begonnen. Und das ist der dritte Schmutzkübel, den die ÖVP hier Richtung SPÖ schüttet. Ich für meinen Teil kann sagen, ich möchte einen sauberen, ehrlichen Wahlkampf führen. Es gibt wilde Spekulationen, wer hinter der Rechercheplattform stecken könnte. Die mittlerweile offline genommene Website war in Genf registriert. Die UrheberInnen waren zunächst unbekannt. Aber wer war dafür verantwortlich? Und warum wollte man sich erst nicht zu erkennen geben? Das Zoom-Institut war grundsätzlich der Trägerverein des Mediums Zoom, das dafür gegründet wurde, die Freundschaft zwischen Sebastian Kurz und Martin Ho zu beleuchten, weil das in den anderen Medien nicht vorgekommen ist. Und wir haben gedacht, das ist doch ein bisschen eine komplexere Geschichte, haben dann eine Artikelserie geplant und haben dafür praktisch einen eigenen Blog, ein eigenes Medium gegründet. Wo wir am Anfang auch eigentlich eher anonym bleiben wollten. Nicht zuletzt auch, weil in unseren Überlegungen über diese Freundschaft ja immer der Drogenhandel eine Rolle gespielt hat. Und vor solchen Themen hat man dann auch ein bisschen Respekt. Ab 2017 haben insgesamt 10 Menschen an den Recherchen mitgearbeitet. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung war gezielt gewählt. Sommer 2019, kurz vor der Nationalratswahl. Wir haben die Frage der Amtsfähigkeit von Sebastian Kurz gestellt. Und da war es uns wichtig, dass wir diese Frage noch vor den Wahlen stellen konnten. Weil das war für uns entscheidend. Sebastian Kurz vor diesem Hintergrund als Bundeskanzler geeignet oder nicht. Aber warum war die Freundschaft zwischen Kurz und Ho überhaupt so ein Thema? Und warum wurde die Amtsfähigkeit von Sebastian Kurz in Frage gestellt? Mit ein Grund war ein Foto, das bei einer Party 2017 entstand und das von Zoom veröffentlicht wurde.
Für uns war das sehr interessant, dass im ersten Stock der Pratershorner der konservative Chefredakteur einer großen Tageszeitung, Sebastian Kurz, als damaliger Außenminister, nächtlich feiert im praktisch privaten Bereich der Pratershorner. Vor der Tür, hat uns eine Quelle verraten, stehen die United Tribunes, ein mittlerweile in Deutschland verbotener Motorradclub, ähnlich wie die Hells Angels. Und drinnen in der Pratershorner haben wir auch beobachten können, wie wirklich systematisch mit Drogen gedealt wurde. Und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ist das das richtige Umfeld für einen Außenminister bzw. für einen Bundeskanzler? Entsteht da ein Verhältnis, dass man auf die Verschwiegenheit eines Herrn Ho angewiesen ist? Auf dieser Plattform wurde angepriesen, dass man 12 skandalöse Folgen oder Stories bringt, die irgendwie mich betreffen. Ja? Weil man dadurch natürlich auch das Umfeld von Sebastian Kurz damit schaden wollte. Und ich glaube, im Nachhinein kann jeder, der das irgendwie mitbekommen hat, beurteilen, dass das Ganze eigentlich Müll war. Wie kam es überhaupt zu diesem Foto, das an jenem Abend im Oktober 2017 kurz vor der Nationalratswahl entstand? Es stammt von der Freundin eines Partygastes, der unerkannt bleiben möchte. Zu fortgeschrittener Stunde hat meine Freundin dann gemeint, sie muss jetzt nach Hause gehen. Sie ist nach Hause gegangen und hat den Kurz und den Ho zufällig vor der Türe getroffen. Und der Kurz hat sie aufgefordert, mitzukommen. Eine Einladung, der die junge Frau ins Hinterzimmer der Pratersauna folgt. Dort macht sie ein Foto von Sebastian Kurz, Martin Ho und dem damaligen Chefredakteur einer großen Tageszeitung. Und sie gibt ihrem Freund Bescheid, der mit etwas Verzögerung zu ihr stößt. Ja, zu diesem Zeitpunkt waren die zwei Hauptprotagonisten schon weg. Es waren nur noch so 3, 4 Mädels dort. Später sind dann noch 1, 2 weitere Personen gekommen. Und wie wir dann gegangen sind, sind tatsächlich Martin Ho und Sebastian Kurz wieder zurückgekommen. Die haben einen kurzen Ausflug, mit welchem Ziel auch immer, um 4 Uhr in der Früh unternommen und sind dann wieder in die Pratersauna zurückgekehrt. Der Pratersauna-Gast wundert sich über die Begegnung. Es war wenige Tage vor der Wahl und es war schon ganz klar, dass Sebastian Kurz die Wahl gewinnen wird. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass dieser Typ mitten im Endspurt des Wahlkampfs Zeit hat, da um 4 in der Früh irgendwo in einem Club herumzugeistern. Der müsste ja eigentlich schlafen, weil er ja ziemlich sicher auch am nächsten Tag relativ zeitig wieder vor Kameras treten musste. Aber warum soll ein Politiker nicht auch mal feiern dürfen? Vor allem ein so junger wie Sebastian Kurz. Ja, es geht einerseits darum, dass er als Politiker eben Gesetze erarbeitet. Schon allein deswegen darf er natürlich nicht in so einem Umfeld aus- und eingehen. Es bildet eine Situation, wo eigentlich jeder, der dorthin geht, in Gefahr läuft, erpresst zu werden. Und so Organisationen wie United Tribunes sind ja nicht nur dafür bekannt, dass sie mit Prostitution und Waffen und Drogen handeln, sondern auch mit Erpressung. Also das ist dort natürlich in schlechten Händen. Sebastian Kurz ließ Anfragen zum Foto unbeantwortet. Auch der ehemalige Chefredakteur wollte keine Stellungnahme abgeben. Harte Vorwürfe jedenfalls, die Zoom-Institute-Macher erheben. Worum geht es hier genau? Mitglieder der United Tribunes waren zumindest 2019 für die Sicherheit der Pratersauna zuständig. Beschäftigt waren sie bei der Ares Safety GmbH, deren Geschäftsführer ebenfalls United Tribunes-Mitglied war. Er soll schon ab 2017 für die Pratersauna gearbeitet haben. Die United Tribunes wurden vom Innenministerium als Rockerbande bezeichnet und der organisierten Kriminalität zugeordnet. Zitat aus dem Sicherheitsbericht des Innenministeriums. Wie bereits 2018 beobachtet, versuchten die etablierten Rockergruppierungen neben ihren bisherigen legalen und illegalen Betätigungsfeldern auch 2019 verstärkt in die heimische Security- bzw. Türsteher-Szene zu expandieren. Diese Tendenz war insbesondere bei der Gruppierung United Tribunes Nomads Austria zu erkennen.
Wir haben die United Tribunes um Stellungnahme gebeten, allerdings ohne Erfolg. Also wir sind in die Prater-Sauna gegangen, weil wir natürlich die Belege, die wir schon davor hatten und auch von Jahren davor hatten, überprüfen wollten und sichergehen wollten, dass das jetzt immer noch so ist. Also haben wir eine Art Scheinkauf durchgeführt, und zwar mit einem Kollegen von einer anderen Tageszeitung. Da ist also ein Kollege von mir, von Zack Zack, und der andere dorthin gegangen. Und die haben dann beobachtet, wie eben die Dealer durch die Securities durchgewunken wurden, wie sie sich dann postiert haben, mehrere Leute bedient haben und haben dann vor Ort nicht nur diesen Drogenhandel beobachtet, sondern wir haben dann selbst auch ein Gramm Kokain gekauft. Und das haben wir dann zur Polizei gebracht, zur Selbstanzeige. Unter dem Titel Die Hokain-Affäre schreibt Zack Zack 2021. Unsere Recherchen bestätigen die Schilderungen eines Insiders. In keinem anderen Lokal werde Drogenhandel so offen betrieben wie in der Prater-Sauna. Martin Ho sagt, er kenne die United Tribunes nicht und bestreitet einen Zusammenhang. Wir haben eine Sicherheitsfirma beauftragt, eine lizenzierte Sicherheitsfirma, und die ist dazu da, um für die Sicherheit vor und im Club zu sorgen. Dass dort irgendein System entstanden ist oder im Raum steht, davon wissen wir nichts, und dazu gibt es auch keine Ermittlungen. Ich glaube, dass es in Wien oder wahrscheinlich auf der ganzen Welt kaum einen Club gibt, also einen Nachtclub, in dem nicht irgendwer mit Drogen handelt. Das wird es nicht geben, und die Polizei wird hier Gott sei Dank alles machen, damit das irgendwann aufhört. Ich bezweifle nur, dass es je gelingen wird. Nur hier zu sagen, Martin Ho hat damit etwas zu tun, was ja versucht wurde, aber natürlich komplett ins Leere geführt hat und dieses Unterfangen im Versuchsstadium stecken geblieben ist, mehr, glaube ich, gibt es dazu nichts zu sagen. Ich habe genau dieselbe Politik, wie ich sie für meine Clubs führe oder vorgebe, und das ist eine absolute Nulltoleranz. Ich kenne also wirklich den Martin Ho ziemlich genau, und eines kann ich aus meiner Wahrnehmung ausschließen, dass der jemals etwas mit Drogen zu tun hat. Im Gegenteil, es hat sich im Verfahren herausgestellt durch mehrere Zeugenaussagen, dass er die Anweisung an seine Mitarbeiter gegeben hat, null Drogenpolitik, und zwar absolut ohne irgendwelches Wenn und Aber. Wenn die Securities die Dealer durchwinken, wenn der eigene Barkeeper sagt, man soll am Freitag oder am Samstag kommen, dann gibt es wieder Kokain, so ungefähr. Und wirklich das so sichtbar ist, was da passiert. Das ist jetzt nicht nur ein Dealer, der zufällig reinkommt oder so, sondern es ist wirklich organisiert, es ist systematisch. Dann ist es grob fahrlässig aus meiner Sicht, wenn man es nicht mitbekommt. Ich kenne diese ganzen Herrschaften im Hintergrund dieser ganzen Blogs gar nicht. Und noch nie getroffen, auch noch nie ein Wort gewechselt. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass es doch linksorientierte Plattformen sind, die natürlich gerade in Wahlkampfzeiten sehr gerne als Tool für diverse andere Parteien genutzt werden, um einfach Themen zu skandalisieren, die in ein gewisses politisches Eck gerichtet sind. Ja? Und das ist meine Erklärung darüber, weil ich könnte mir sonst nicht vorstellen, warum man persönlich einen Hass gegen jemanden aufbauen, derartig aufbauen kann oder den man nicht gekannt hat. Wie Sie wissen, ist es so, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und in der Öffentlichkeit sehr bekannt sind, also sogenannte Public Figure sind, dass sich die mehr gefallen lassen müssen, so wie Politiker. Also wenn ich einen Politiker beleidige oder wenn ich über ihn etwas Falsches erzähle, dann muss sich der mehr gefallen lassen, als wenn das der Durchschnittsmensch wäre. Und Martin Ho zählt sicherlich zu den wichtigen Persönlichkeiten allein aufgrund seines Erfolges. Faktum ist, zu strafrechtlichen Verurteilungen haben die Vermutungen bislang nicht geführt. Die Landespolizeidirektion Wien wollte sich zu alledem nicht äußern, da es sich um laufende Ermittlungen handle. Aber Zack Zack zitiert einen Politiker, der Martin Ho als Drogendealer bezeichnet hat. Daraufhin klagt Ho das Medium. Da wurde groß geklagt gegen Zack Zack. Wir haben mittlerweile 7 gerichtliche Entscheidungen und Urteile, und die letzte Instanz war der OGH. Der hält fest.
Zwar wird der Kläger in den inkriminierten Artikeln implizit als Drogendealer bezeichnet. Dies ist im gegebenen Zusammenhang jedoch als zulässige, wertende Äußerung anzusehen, die auf einem wahren Sachverhaltskern beruht und die angesichts des Umstands, dass einem gewissenhaften Lokalbetreiber derartige Vorgänge im Regelfall zumindest nicht gänzlich verborgen bleiben werden, auch keinen Wertungsexzess darstellt. Hus-Medienanwalt Georg Zanger wollte den Verfahrenskomplex rund um Zack-Zack nicht weiter kommentieren. All diese Kontroversen übersteht Martin Ho ohne Schaden zu nehmen. Im Gegenteil, die Dotz-Gruppe expandiert und expandiert. Und kurz nachdem die Drogenvorwürfe durch alle Medien gegangen sind, überschattet der Ausbruch einer globalen Pandemie alles andere. Österreich hat plötzlich andere Sorgen. Eine rätselhafte Lungenkrankheit stellt Ärzte in China derzeit vor Rätsel. Der sogenannte Coronavirus. Abgeriegelte Städte, menschenleere Gassen, rasant steigende Infektionszahlen. Das Leben in Österreich wird sich in den kommenden Wochen einschneidend ändern. Im März 2020 kommt es in Österreich zum ersten Lockdown. Für die Gastronomie ist dieser verheerend. Niemand weiß, wie lange er dauern und welchen Regeln die Ausgangssperre unterliegen wird. Doch manche vermuten, dass ein Wirt vor allen anderen wissen könnte, wie es um die Corona-Regeln stehen soll. Hatte Martin Ho mehr Informationen als andere? Aufgefallen ist Martin Ho in der Pandemie, weil er gewisse Informationen vor der Öffentlichkeit gehabt hat. Da ist es zum Beispiel um den Zeitpunkt des Lockdowns gegangen. Es ist darum gegangen, dass die Bundesregierung beschlossen hat, die Umsatzsteuer temporär zu senken. Und aus dieser Zeit stammt dieser Spitzname Horakel. Man braucht kein großer Prophet sein. Schauen Sie nach auf der Homepage des Dotz, einem Lokal auf der Wiener Mailverstraße. Da können Sie dann buchen ab 14.04. Das wäre nicht das erste Mal, dass er uns sagt, wie lang dieser Lockdown laufen wird, Herr Bundesminister. Und in Gastronomenkreisen war es so, dass man schon geschmunzelt hat und mit einem Augenzwinkern gesagt hat, bevor ich auf eine Regierungswebseite schaue, schaue ich auf die Webseite von Martin Ho, um zu erkennen, was als nächstes in der Gastro passieren wird. Stimmt das, dass Sie Infos vorher haben, vorher bekommen? Nein, selbstverständlich nicht. Aber ich bin ein Unternehmer und ich schaue mir natürlich auch die Situationen in unseren Nachbarländern an oder in Ländern, wo ich mir denke, das ist sehr österreichnah und wo ich mir denke, das System könnte auch hier funktionieren. Und wir wussten nie etwas vorher. Also das bekannte Horakel gab es nicht, gibt es nicht, wird es auch leider nicht geben. Die naheliegende Vermutung war immer, dass Martin Ho das erfahren haben könnte durch seinen besten Freund Sebastian Kurz. Also ich kann dazu sagen, dass während der Tätigkeit von Sebastian Kurz als Bundeskanzler oder auch als Außenminister haben wir privat miteinander nahezu nie über politische Themen gesprochen, beziehungsweise über Alltagsprobleme, die er oder ich haben. Martin Ho scheint nicht nur gut informiert zu sein. Abgeordnete mutmaßen, dass sich die Freundschaft zu Sebastian Kurz auch in einer anderen Angelegenheit als hilfreich für den Gastronomen erwiesen hat, nämlich als in einem der Ho-Lokale eine Corona-Party gefeiert wird. Mitten in der Pandemie am 1. Mai 2020 findet die Geburtstagsparty eines Gastes in seinem Lokal in Döbling statt. Die Feier wird jedoch gestört. Die Polizei stürmt das Lokal und findet Drogen bei einigen Gästen. Martin Hohs früherer Mitarbeiter, der nun wegen angeblich offener Löhne gegen ihn vorgeht, hat bei der Party im Service gearbeitet. 19 Uhr war Einlass. Bis 20.30 Uhr war der letzte da. Champagner war leer, ich bin runter, habe neuen Champagner holen wollen. Und dann habe ich dann gesehen, wie mehr oder weniger über den Innenhof, wahrscheinlich über die Mauer, konnte ich ja nicht erkennen, draußen war ja dunkel zu dieser Zeit, die Mega dann kommt. Die Polizei wird fündig, stellt jedoch nur geringe Mengen an Partydrogen sicher. Das interessiert auch den Nationalrat. Also, Sie haben hier mehrere Gesetze, die Sie eigentlich, sag ich jetzt einmal, den Österreicherinnen jeden Tag verbunden mit der Angstmache servieren in ihren gefühlten 100.000 Pressekonferenzen. All diese Maßnahmen
gelten offensichtlich für Sie und Ihresgleichen nicht. Da gibt's diesen Freundeskreis des Sebastian Kurz. Einer dessen Freundeskreis ist uns ja vor ein paar Wochen auffällig geworden, weil in seinem Lokal, obwohl es geschlossen war, eine Party stattgefunden hat. Wissen wir nur, weil die Sicherheitsbehörden, also die Flex-Truppen des Karl Nehammer, dort einrücken müssten wegen dem Verdacht der Suchtmittelgefährdung. Aber unschuldig war der Besitzer, weil der Martin Ho um 20 Uhr ins Bett gegangen ist schlafen. Und das passiert zum wiederholten Male. Und offensichtlich ist der Herr Ho gleicher als gleich. Denn das, was für das gemeine Volk gilt, das, was für den Wirten ums Eck gilt, das gilt für eine ganz spezielle Riege eben nicht. Aber warum konnte die Feier mitten in der Pandemie überhaupt stattfinden? Wusste Martin Ho davon? Nein, er hatte natürlich auch mit dieser Party nichts zu tun. Soweit ich mich noch erinnere, das Ganze ist mittlerweile, glaube ich, 2 Jahre her ungefähr, hatte damals irgendein Angestellter des Lokals, wie es ja auch üblich ist, den Schlüssel zum Lokal und hat dort selber eine private Party veranstaltet. Martin Ho zu dem Zeitpunkt, aber auch das nageln Sie mich nicht fest, ich glaube in der Wachau, wenn ich mich richtig erinnere, im Hotel und hat dort sogar ferngeschaut. Also er war nachweislich nicht dort und hat natürlich damit nichts zu tun. Ich mache das operative Geschäft im Detail wirklich seit 4, 5 Jahren nicht mehr. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer wo wann bei mir etwas organisiert. Wir machen im Jahr über 300 Events. Ich kann es Ihnen einfach nicht sagen, wer wo wann was. Ich habe von dieser spezifischen Feier in der Zeitung, aus der Zeitung erfahren, damals. Und musste mich selber auch erst reinhören, was da geschehen ist. Und leider wusste ich auch ich nichts davon, sonst hätte ich das natürlich nicht geduldet. Der ehemalige Mitarbeiter sieht das anders. Alles, was in diesem Haus oder in den Häusern passiert ist, ist durch seine Hand gegangen. Hat er abgesegnet. Es war geplant, ja, es war, ich glaube, 1 oder 10 Tage im Voraus. Dann wurde ich darüber über WhatsApp informiert und da kam die Order, wir mussten das machen. Mehr oder weniger ohne Wenn und Aber. Ob es jetzt rechtens ist oder nicht, auch wenn man die Leute darauf hingewiesen hat, man hat es zu tun. Es gibt Chats, die die Aussagen des ehemaligen Mitarbeiters stützen. Wir fragen bei Martin Ho nach. Kennen Sie die und was sagen Sie denn dazu? An dieser Stelle interveniert Ho's Medienberater. Dazu wolle man nichts sagen. Der also hat nachts noch nachgefragt, wie die Party läuft. Da haben wir Chats vorliegen, woraus das hervorgeht. Er hat sogar die Party mitorganisiert und wir haben eben diese Chats, wo Martin Ho groß fragt, wie die Party eigentlich gelaufen ist und so weiter. Also das fand ich dann schon sehr mutig, dass er sich hinstellt und sagt, ich habe eigentlich um 8 geschlafen und nichts davon gewusst und gehört und gesehen. Für Martin Ho hat das keine Konsequenzen. Ganz im Gegenteil. Er wird laut eigener Aussage direkt danach von Altkanzler Kurz zu einer Expertengruppe zur Nachtgastronomie eingeladen. Denn die Gastronomie hatte es in der Pandemie schwer. Die angeordnete Schließung bedeutete für viele Unternehmen den sofortigen Verlust aller Einnahmen. Zur Rettung der Betriebe beschloss der Staat rasche finanzielle Hilfe zur Erhaltung möglichst vieler Arbeitsplätze. AMS-Chef Johannes Kopf erklärt, wie die Corona-Kurzarbeitshilfen organisiert wurden, äußert sich aber nicht zu Martin Ho. Wir erinnern uns alle an den März 2020, wo, ich sage es jetzt sehr salopp, die Republik zugesperrt wurde. Hätte es die Kurzarbeit nicht gegeben, hätte es mehr als 1 Million arbeitslose Menschen gegeben in Österreich. Das heißt, es wurde geklotzt, es hat viel Geld gegeben, es ging um rasche Bewilligung. Und bis heute, sage ich mal, sind wir auch dabei, Richtigkeit teilweise auch nachträglich herzustellen, weil man damals rasch helfen musste. Um Kündigungen zu vermeiden und Arbeitsplätze zu sichern, werden Unternehmern vom Staat finanziell unterstützt. Eine dieser Maßnahmen ist die Kurzarbeit. Arbeitet etwa ein Barkeeper normalerweise 40 Stunden die Woche, sind es in Kurzarbeit beispielsweise nur noch 8 Wochenstunden. Dann zahlt der Arbeitgeber auch nur 8 Stunden.
Den größeren Teil des Gehalts übernimmt der Staat, sodass der Arbeitnehmer bis zu 90% seines normalen Entgelts bekommt. Rechnet der Betrieb mehr Ausfallstunden ab, als tatsächlich passiert sind, ist das Förderbetrug. Ich sage es Ihnen ganz offen, wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer abstimmen und beide lügen, dann kommen wir nicht drauf. Wenn ein Betrieb sagt, er hat nur 20% gearbeitet und der Umsatz ist aber gestiegen, dann glauben wir es nicht, dann schauen wir es uns an. Und dann schickt man die Staatsanwaltschaft und die Finanzbehörden und die reden dann mit den Leuten und schauen sich das an. Aber die meisten Fälle basieren eigentlich darauf, dass Arbeitnehmer irgendwann sagen, Moment, da stimmt was nicht, da besteht Missbrauch. Wie war das also in den Lokalen von Martin Ho? Ehemalige Mitarbeiter haben den Verdacht, dass es Fördermissbrauch gegeben haben könnte. In Betrieben von Martin Ho gab es Dienstpläne, die darauf hindeuten. Diese Dienstpläne waren so, dass es auch in Zeiten von Covid-Lockdown, was auch immer, dass man gesehen hat, dass es durchaus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab, die offensichtlich Vollzeit zum Dienst eingeteilt waren. Gleichzeitig wussten wir, auch durch andere Mandanten, die wir vertreten haben, dass unser Eindruck war, dass alle in Kurzarbeit waren gleichzeitig. Und damit haben für uns dann die Listen, die Arbeitszeiteinteilungen und die Bezahlungen nicht gestimmt. Der Verdacht ist zumindest der, dass die Mitarbeiter mehr gearbeitet haben, aber die Meldung war, dass sie weniger gearbeitet haben. Und das Delta daraus, das ist oder Verdacht gefördert worden. Das hieße in unserem Beispiel, besagte ehemalige Mitarbeiter haben in Wirklichkeit 40 Stunden gearbeitet. Ho hat ihnen aber nur 8 bezahlt und der Staat begleicht trotzdem einen Großteil der Gehälter. Dokumente wie die des ehemaligen Mitarbeiters legen diesen Verdacht zumindest nahe. Ich habe den Zettel nicht unterschrieben, nein, ich wurde dann von der Betrugsbehörde kontaktiert. Da hat man mir die Unterschrift vorgelegt und der Beamte hat selber gelacht, als ich ihm dann meine Ausweise gezeigt hatte und er gesagt hat, okay, gut, das Thema ist vom Tisch, das sind Sie nicht, das können Sie nicht sein. Hat Martin Ho also zu Unrecht Förderungen bezogen? In der Dotz-Gruppe sitzt ganz oben Martin Ho und darunter gibt es die Geschäftsführung, die mittlere Ebene und so weiter und so weiter. Wofür Martin Ho zuständig ist, ist ganz sicher nicht, Corona-Kurzarbeitsanträge zu stellen oder mit Unterschriftenlisten zu Mitarbeitern zu gehen. Natürlich hafte ich als Geschäftsführer, aber wenn ich als Geschäftsführer andere Personen, die dafür geeignet sind, heranziehe und delegiere, dann werde ich am Schluss nicht mehr haften. Ich kann zu laufenden Ermittlungen gar nichts sagen und kann aber wiederholen, dass ich seit mindestens 5 Jahren nicht mehr im operativen Geschäft bin. Was solche Punkte anbelangt. Und deswegen könnte ich auch gar nichts dazu sagen. Bemerkenswert ist auch, dass Martin Ho seit dem Ausbruch der Pandemie 6 neue Lokale eröffnet hat. Wie konnte er das in einer für Gastronomen schweren Zeit finanzieren? Wir haben auch davor schon jahrzehntelang gut gewirtschaftet, haben natürlich auch die Zeit genutzt, um uns auf die Zeit nach der Corona-Krise vorzubereiten und haben natürlich auch die Zeit genutzt, um bestimmte Unternehmen zu sanieren, um Strukturen zu verbessern und all diese Dinge. Ja. Wie ist das also mit der Kurzarbeitsförderung? Schließlich hat doch fast jeder von irgendjemandem gehört, der dabei getrickst haben soll. Ist das ein Kavaliersdelikt? Nein, das ist ein Förderbetrug und das ist mit Recht strafrechtlich penalisiert. Wir reden davon, dass der Staat selbst, um zu helfen, Kontrollmechanismen bewusst, würde ich sagen, zurückgeschraubt hat. Weil sonst wären wir viel zu langsam gewesen bei unserer Hilfe. Und das war eine politische Entscheidung sozusagen, jetzt muss schnell geholfen werden, auch unter Inkaufnahme von weniger Kontrollmöglichkeiten, als es sonst üblich ist. Und eine solche Situation auszunützen, ist besonders verwerflich aus meiner Sicht. Das ist so wie ein bisschen wie wenn man, ich sage jetzt, jemand, der gestürzt ist und am Boden liegt und ohnmächtig ist, dann noch das Geldbörsel stiehlt. Ich glaube, es ist wichtig in Zeiten wie diesen, dass die Öffentlichkeit sieht, dass egal wer es macht, eine mutmaßliche Straftat ordentlich ermittelt wird.
wenn am Ende rauskommt, dass sich die Verdachtslage nicht erhärten ließ, also wenn man draufkommt, Martin Ho hat alles korrekt bezahlt, hat alles korrekt abgeführt, dann wird ein Verfahren eingestellt. Sollte es anders sein, dann erkennt die Öffentlichkeit, dass es keinen Promi-Bonus gibt, also dass es keinen Vorteil für Personen gibt, die das Gesetz brechen, nur weil sie mit dem Bundeskanzler der Republik befreundet waren und sind. Jedenfalls tritt Martin Ho 2022 als Geschäftsführer seiner vielen Unternehmungen zurück. Warum? Weil er expandieren möchte. Dotz soll auch an prestigeträchtigen Orten wie London, Dubai und Miami vertreten sein. Wir werden in den nächsten 4 bis 5 Jahren versuchen, unsere Marke und unsere Vision und das, was wir in den letzten 15, 16, 17 Jahren auch gelernt haben, international auf festen Beinen zu stellen und in Städten und in verschiedensten Ländern wie in Dubai, in Miami, in New York, in London oder auch in meiner Heimatstadt in Hanoi zu etablieren. Und das ist die Aufgabe, die ich mir gestellt habe und die möchte ich jetzt auch nachgehen und die raubt mir sehr viel Zeit. Ist es Zufall, dass der Zeitpunkt des Rücktritts mit dem Bekanntwerden der Betrugsermittlungen zusammenfällt? In den Medien wird über die Gründe gemutmaßt. Ich lese keine Nachrichten mehr hier, also keine österreichischen Nachrichten mehr, weil ich finde, Qualitätsjournalismus sieht anders aus. Und alles nur gehässig, alles nur laut, alles nur, wo ich mir echt denke, so, wir haben bei Gott echt andere Sorgen, als ob Martin Ho jetzt irgendwie dieses oder jenes macht. Man muss natürlich die Ermittlungen abwarten, da gilt die Unschuldsvermutung. Aber Faktum ist natürlich, dass seine Kontakte nicht mehr so gut sind. Im Kanzleramt sitzt jetzt jemand anders, der hat auch andere Probleme. Karl Nehammer, Kurz ist weg, Blümel ist weg, die haben ganz eigene Sorgen. Aber ja, Martin Ho ist kreativ, man weiß nie, was kommt. Martin Ho erwartet nun entweder eine große Zukunft mit Dotz-Lokalen in Weltmetropolen oder im schlimmsten Fall eine empfindliche Strafe in Österreich. Höchst unterschiedliche Perspektiven.